Einen wunderschönen guten Tag zurück bei Hogwarts Legacy. Wir haben unser Problem irgendwie noch nicht gelöst bekommen. Wir sind immer noch am dran rumdenken. Ich probiere jetzt mal was. Akio. So, der ist ja nicht im Weg, nee. So, die haben immer noch keine Connection. Das war halt ganz gut. So, wir haben jetzt den. Wir könnten jetzt hier das T-Stück da dran ballern. Der bleibt jetzt hier hängen. Jetzt haben wir. Jetzt können wir hier hoch. So, jetzt müssen wir aber noch hier hoch. Jetzt ist das Problem, dass. Also, wir haben da drüben noch den, der auf der Zweierhöhe ist. Den kriegen wir jetzt von da aus erstmal sowieso nur in eine Richtung raus, nämlich in diese. So, wenn ich den jetzt aber hier hinten reinballer. Dann steckt der da hinten drin. Das heißt, ich kann auch. Ich krieg den so oder so da überhaupt nicht weg, weil ich krieg den an die Wand oder ich krieg den hier hinten in die Ecke. Das ist aber da hinten in der Ecke überhaupt nicht hilfreich. Das heißt, ne, da kriege ich ihn aber auch nicht. So, ich habe das jetzt hier alles aneinander gehängt. Das heißt, ich hab hier jetzt diesen riesen fetten Block. Bei dem habe ich jetzt das Problem, ich kann den zwar hinten an die Wand schieben und dann wieder dahinter, aber dann hängt er ja trotzdem hier drin. Ich kriege den ja hier nicht raus. Ich kriege den ja da nicht raus. Das heißt, ich kriege den hier sowieso nur hin oder zurück. Das heißt, der muss eigentlich sich zwangsweise irgendwie mit irgendwas connecten, sonst ist der völlig nutzlos. Und ansonsten kriege ich den auch nur hier hinten in die Ecke geschoben, wo der mir halt auch nicht hilft. Ne, ich komm dann. Ne. Akio. Ich krieg den komplett darüber. So. Ja. Aber davon kriege ich den halt. Und jetzt nochmal einen darüber, dann dockt er da an, aber. Ich. Ich kann den trotzdem hier nicht an den dran. Ich kann den jetzt noch einen hier rüberziehen. Zack. Hilft aber halt auch nichts, dann ist halt ein Schrittchen weiter vorne. Jetzt kann ich den natürlich hier noch. Aber wenn, ja, aber dann mache ich mir ja hier alles kaputt. Also ganz im Ernst, dann mache ich mir ja alles kaputt. Den kriege ich natürlich jetzt wieder. Auch wieder hier vorgezogen, zack. Aber das ist ja. Das ist ja nicht hilfreich, ne? Das wissen wir, das ist ja unnütz. Ach du Scheiße, ist das kompliziert. Akio. Ich krieg den auch nur wieder hier hin, ne? Aber ich krieg halt den nirgendwo hin. Ich kann mit dem nichts machen. Ich komme mit dem nur. Ich kann ihn wirklich nur hier in dem Karree im Kreis fahren, so. Ich krieg den nicht hier hin. Und hier bräuchte ich ihn. Und mit dem kann ich auch nur hier in dem. Und jetzt habe ich mir das natürlich alles hier so connected, dass ich hier nichts mehr machen kann. Ja, das ist ja unglaublich.
Hier passiert nichts, weil der steckt natürlich fest, klar. So, jetzt kann ich den hier noch dran ballern und jetzt haben wir es komplett verbaut. Zack, kann ich jetzt hier natürlich hin und her fahren, aber das ist ja völlig unnütz. Ich kann jetzt hier drauf umklettern. Ich komm jetzt hier hin. Ich komm da hin. Ich kann jetzt mit dem Ding hier auch ein bisschen durch die Gegend fahren. Ja, das ist jetzt auch gar kein Problem. So. Aber ich komme hier halt nicht weiter. Ich komme hier halt nicht hoch. So, und deswegen... Das war witzig. Wir schauen uns den nochmal an. Der geht halt nur unter den drunter. Und da, wo er, wenn er dann da hier drunter hängt, bringt er halt nichts. Ne? Das ist halt das Problem. Da bringt er halt nichts. Das heißt, ich sehe eigentlich hier erstmal nur die Chance. So, bin ich weit weg genug. Achso, Entschuldigung, Moment, bevor ich das mache. Ach hier. Ich kann die beiden connecten. Dass die mal zusammen sind. Hier. Kann ich den da schon? Ja. Hier. So, und jetzt ist die Frage. Jetzt machen wir es mal anders. Jetzt haben wir erst den dahinter. Und hauen dann den da dazu. So, das ist jetzt eins. Jetzt könnte ich das T-Stück da dran klatschen. Dann würde der aber bis hinten hindurch rutschen, weil er hier absolut keinen Widerstand hat. Außerdem würde das T-Stück direkt da oben drüber und ich hätte meine drei. Das ist ja völlig unnütz. Alles ist ja völlig unnütz. Auch den jetzt da dran zu schießen, wäre unnütz. Ach hier. Zack, ich kann jetzt den da hinhauen. Die haben keine Connection. Den mal kurz wegtun. Der liegt hier. Ne, der liegt hier nicht an. Ich kann den auch noch eine zur Seite schieben. Wenn ich den jetzt von hier aus, dann würde der da an den anliegen. Ich komme zwar da drauf, aber dann würde ich da stehen. Und wenn ich dann das T-Stück dranhau, käme ich dann dahin? Riesig. Ich da jetzt das T-Stück dranhauen. Ich glaube, ich komme von da mit einem beherzten Sprung. Weiß ich nicht, würde ich das schaffen? Theoretisch machbar. So nämlich. Ha. So, kann ja nur noch schwerer werden. Kann ja nur noch schwerer werden. Wo muss ich hin? Darüber. Hier kann ich... Okay, ich...
Achso, ne, der hängt fest. Das ist ein Zweier. Das ist ein sehr, sehr komplexes welches. Ach, hier. Was hängt denn da alles aneinander? Er hängt da komplett aneinander. Ach, der kann so, okay. Der ist... Okay, okay, ja, ich verstehe. Der kann im Grunde genommen eigentlich nur hin oder zurück. Da kommt der, kommt da definitiv nicht raus. Das heißt, der wird auf jeden Fall so bleiben. Der lässt, den kriegen wir da nicht ausgehakt, außer wir würden... Doch, wir kriegen den da rausgehakt. Boah, dann hängt er aber mit irgendeinem zusammen. Aber ich habe das Gefühl, dass es genau darum geht. So, jetzt haben wir hier drüben noch. Mal kurz gucken, ist das eins? Das ist ein. Eins. Der hat aber auch einen Anschlag. Ist das der geht da? Ach, der geht bis dahin. Okay. Der Punkt ist, ich habe nur einen einzigen, der einen höher. Oh, da drüben ist auch noch was. Jetzt haben wir, denkt da unten drin. Ja, ihr seid ja richtig, richtig nervig. Okay, der schlägt da an, dann geh du mal weg, dann komme ich da raus. So. Komm ich da rüber. Ja, das wird auf jeden Fall immer schlimmer. Also den kann ich da rüberballern. So. Das ist auf jeden Fall auch Sinn der Sache, dass man das kann. Und dann kriege ich den auch da hingeballert. Völlig ballerballer hier. So. Der liegt jetzt da. Jetzt kann ich mich hier, während ich hier drauf gehe, einmal selber schicken. So, und kann auf jeden Fall den hier nutzen, um einfach hier drüben mal die Truhe zu holen. So. Ist eh alles voll, ist ja. Aber das hätten wir schon mal gekonnt. So, ich kann diesen Dreier dahinter schicken, aber ich glaube nicht, während ich draufstehe. So, das ist das Problem. Ich kann den... Ich kann den aber nicht dahinter schicken, stimmt, hängt der einen weiter runter. Wenn ich ihn jetzt da an die Wand schicke, dann hängt der zwar da dran. Ich mach das mal. Den mal dahin. Ich schicke mich selber auch mal wieder darüber. Ui! So. Jetzt habe ich hier noch die. Die liegen auch so, dass sie hier natürlich nicht durchkommen. Warum auch? Was bist du eigentlich? Ach, der ist das ja natürlich. Den habe ich ja gerade hier gefahren. Kann ich so Jump-and-Run-mäßig hier noch so ein bisschen durch die Gegend tippen? Gucken, was passiert. Ich schicke den jetzt einfach mal gnadenlos in die Ecke. Und mich schicke jetzt auch mal wieder hier rüber. So, hier können wir ein bisschen rumjumpen und runnen. Ja, mach das mal nicht, ist nicht so schlau. Das ist die Frage, wenn ich den jetzt wegschicke. Wie weit ist er denn dann weg? Sehr weit weg. So weit, dass ich definitiv nicht drankomme. Guck mal wieder.
Guck mal wieder, ich kann mich ja selber schicken, habe ich ja gerade festgestellt. Also gehe ich mal da hoch und schick mich mal selber weg. Hui! Ach, der verschwindet da ja an der Wand. Richtig, stimmt sich ja. Oh, wie unangenehm. Ich kann den da rausholen, aber für was? Für was? Ich richte den jetzt hier hin. Aber... das ist ja nicht hilfreich, ne? Das hilft nicht. Und wenn ich den jetzt hier dran ziehe, dann hängt er da fest, dann kriege ich den da auch nicht mehr ab. Krieg ich den auch nicht mehr ab. Fahren wir nochmal kurz zurück. So, was denn mit dem? Ja, wenn ich den hier hinten dran hänge, das ist halt überhaupt nicht hilfreich. So, gar nicht eigentlich. Häng ich den da dran, da... ja, krieg ich den aber auch nur da dran, oder? Kann ich so weit springen? Ah, gerade so. Schlägt der denn an? Der schlägt hier an. Ja, dann kriege ich den ja nur da wieder hin zurück. Zack, oder ich habe ihn hier, dann kriege ich ihn da dran. Von da aus kriege ich ihn da dran und dann kriege ich ihn hinten dran. Okay. Also, okay, Moment. Aus dem Weg bitte. Da. Spannend. Und zack. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir. Doch, das geht. Das geht, dass wir nicht an den anderen dranhängen. Das wäre ja unangenehm, das wollen wir ja nicht. So, kriege ich den geschickt? Nicht übermütig werden, mein Freund, nicht übermütig werden. Er hängt da dran, ne? Macht aber eigentlich nichts. Ach hier. Macht ja nichts. Hängt die halt aneinander. Hep. Hep. Nein, dann setzt er doch alles zurück, wenn du runter... Nee, macht er nicht. Ich wollte gerade sagen. Macht er nicht. Haben wir aber Glück gehabt. Nicht dumm sein. Dumm sein, das darf man nicht. Ich weiß, da oben wäre jetzt auch noch eine Truhe gewesen, aber die ist mir jetzt einfach mal egal. Ich gehe jetzt hier diesen Weg, zack, 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 den ich mir hier professional geebnet habe. Und gehe jetzt hier mal weiter. Wir wollen uns ja heute nicht den ganzen Tag und sämtliche Folgen dieser Aufnahme nur damit beschäftigen, jetzt hier im Abgrund herum zu pimmeln. Alalala. Puh, also der zweite war heftig. Der war knifflig. Der dritte jetzt ging wieder. War das der zweite oder war das schon der erste? Weiß nicht. Gab's vorher noch einen? Kann ich mich nicht mehr erinnern. Doch, bestimmt. Der war bestimmt total easy. Ja, doch, es war halt zwei im gleichen Raum, aber. Ja. Okay. Okay, du D. Hallo Mora. Bestimmt eine Kiste, die wir schon kennen, wo wir eh nur, wir müssen gleich mal Zeug verkaufen gehen. Wir müssen gleich mal Zeug verkaufen gehen, dass wir endlich mal wieder Ausrüstungsgedöns freikriegen. Den ganzen Scheiß einfach mal weghauen. Was wir aber auf jeden Fall auch hier gesehen haben, ist jetzt hier diese dämliche Things. Und hier
Lumos. Es ist nämlich jetzt der da. Jetzt muss ich von hier aus nur noch herausfinden. Rebellion. Lumos. Komm wieder mit. Den suchen wir doch schon die ganze Zeit. Dieses dämliche Ding mit der Sphinx. Wo wir alles denken, ja, wo ist der denn? Da ist er doch. Wobei ich gar nicht weiß, warum ich ihn noch sammle. Ich kriege nämlich gar keine Punkte. Ich habe nämlich schon 50 von 50. Ha! Ich voll Übertyp bin. Übertyp bin ich! So, meine Damen und Herren. Ach, ich komme leider schon wieder in ein Eck, wo ich überhaupt nicht sein will. So. Ja, das war ja was. Dann würde ich mal sagen. Ach, hier ist noch so einer. Ach, das ist doch. Das wissen wir doch, dass das hier völlig random ist, sag mal. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, auf welche Weise man dieses Rätsel vielleicht offiziell lösen kann. Weil ich einfach diese Zeichen nicht verstehe und ich verstehe, was sie bedeuten. Außerdem ist meine Ausrüstung voll. Ah, ne. Riesiger dekorierter Tisch. Hab doch meine Ausrüstung ist doch voll. Hab ich gewusst. Ich hab's gewusst. Ausrüstung voll. Gut, aber hier zu sein bringt halt auch nix. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ach, sehr schön. Ich habe das Gefühl, ich werde aus diesem Irrgarten nie wieder entkommen. Ich versuche die ganze Zeit, schon seit Folgen eigentlich, wieder in die Teile von Hogwarts zurückzukommen, die mir bekannt sind. Aber so viel ich hier herumrenne und rumirre, habe ich immer das Gefühl, es gibt keine Verbindung zu den anderen Teilen. So, das ist hier wieder. Ach, das ist hier wieder. Dann doch dadurch. So, ja, hier kommen wir auf den Hof. Das ist ja gar nicht doof. Und dann kommen wir nämlich hier rein und dann. Dann sind wir wieder da, wo wir hin. Ach, guck mal, da ist der Barde. Schade, schade, schade. Es war dann nur ein Barde. Gott sei Dank. So, reicht mal. Dann gucken wir mal nächste Folge morgen, was wir jetzt eigentlich noch Sinnvolles tun können. Ist genug rumgeeiert. Trotzdem spannend war's. Bis morgen.